Forbes. Look, mama, I made it to Forbes. Yo, meine freshen Freunde, was geht? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal etwas anderes Video. Wie ihr seht, es läuft schon arg im Hintergrund. Wir haben uns, ich und der Philipp, haben uns einen Server gegönnt. In Arc haben auch schon einiges aufgebaut. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich euch mal, weil es eigentlich schon recht lustig ist, einfach mal um ein bisschen abzuschalten, so vom COD oder sonstige andere Spiele, die einen richtig abfacken können. Deswegen heute mal ein bisschen Arc. Ich betrete gleich mal unseren Server hier. Jeder kann natürlich drauf, ihr braucht aber ein Passwort. Also deswegen am besten einfach vorher auf den Teamspeak kommen, wenn ihr Bock habt. Werde ich natürlich auch unten in die Kommentare, über die Kommentare, unten in die Beschreibung reinpacken. Könnt ihr einfach mal vorbeichecken. Der Philipp ist eigentlich immer am Start oder ich bin auch öfters drauf. Dann können wir einfach drüber reden, kommt auf den Teamspeak und dann kriegt ihr auch das Passwort. Das kriegt man schon hin. Okay, deswegen, ich würde mal sagen, wir connecten erstmal hier zu dem Server. Das Passwort noch reingeben. So. Dann zeige ich euch mal, was es so Freshes bei uns auf dem Server gibt. Ich bin aber, Digga, belastend. Passwort falsch eingegeben. Dann nochmal. Beitreten. So. Jetzt aber. Ja, ich denke schon. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Keine Antwort vom Server. Nicht schlecht, Digga. Läuft auf jeden Fall schon mal gut, Leute. So ist es belastend. Verstehe ich jetzt nicht. Aber okay. Wir aktualisieren mal die Liste. Genau, hier ist unser Server. Mango Army Community Server. Beitreten nochmal. Das Passwort eingeben. Oh, belastend, Digga. So Leute, wie ihr seht, läuft jetzt hier im Hintergrund arg, der Ladebalken ist schon am Start. Ich joine gerade unserem Server, wir haben den Valhalla-Mod drauf, wir haben den Crazy Hair-Mod oder Perfect Hair, ich weiß nicht genau. Dann haben wir noch diesen Dodo-Mod, wo du auf Dodos reiten kannst und irgendwas haben wir noch drauf. Ich weiß nicht mehr genau was, irgendwas noch, irgendwas Unwichtiges. Und wie ihr seht, die Sonnenstrahlen ballern uns schon mal direkt ins Gesicht. Richtig nice. Also... Das Spiel gibt es ja auch für Xbox One und für PlayStation auch. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, aber ich denke schon. Das Problem ist, ich habe mit ein paar Kollegen schon mal drüber geredet, auf Xbox One ist es scheiße. Und zwar, wenn du weiter als 200 Meter von dem Host weg bist, wirst du zurück teleportiert zu dem Host. Und das ist natürlich nicht Sinn und Zweck eines Spiels, das als Open World angegeben wird. Deswegen denke ich mir mal, erstmal warten, bis die Beta fertig ist. Und wenn ihr es unbedingt spielen wollt und einen guten PC habt, dann gönnt es euch wirklich für einen PC. Lohnt sich. Also wie ihr seht, hier Grafik schon mal richtig geil. So ein bisschen, hier ist mein Affe, der Shitstorm. Wir haben hier uns ein bisschen was aufgebaut. Hier ist so unser Häuschen. Hier natürlich kleiner Goku am Start. Hier haben wir noch ein paar Dinos, der Blackie am Start. Hier ein Säbelzahntiger. Dann haben wir hier noch einen Vogel draußen, der ist Level 45. Den sieht man bloß durch die Wand jetzt, das Level. Dann haben wir hier unsere kleine Basis aufgebaut. So ein paar Punkte hier auf der Karte noch markiert, wie wo man Öl findet und dies, das. Den Affen kann man natürlich auch mitnehmen. Voll lustig. Hey, Affe, komm her. Ja, Digga. Hey, da gekackt. Digga, der hat geschissen. Okay. Irgendwie kann man, also genau, das war so, beim Affen ist es so, wenn man einen angreift, dann bewirft er ihn mit Kacke. Keine Ahnung, was es bringen soll, aber er macht es. Also richtig lustig. Genau, der Perfect Hair Mod ist nämlich hier, dann hat man so ein cooles Schränkchen hier, dann kann man hier reingehen und kann sich dann eben hier seine Haare raussuchen, die man haben möchte. Hier, ich habe immer meistens die Goku-Frisur oder die Super Saiyajin 3-Frisur. Also, gibt schon richtig krasse Sachen. Ist aber ein kleiner Mod, also den kann sich jeder leisten, auch wenn man den billigen Server hat mit wenig Arbeitsspeicher, gar kein Problem. Wir haben jetzt, glaube ich, in unserem Fall 3,5 GB Arbeitsspeicher drauf und deswegen haben wir den Valhalla-Mod auch mit drauf packen können. Ist ganz gut so. Also ich finde die Valhalla-Map richtig nice. Und hier so perfekte Aussicht, ey, wenn die Sonne scheint, hier das Wasser spiegelt so richtig schön. Also ich kann das Spiel wirklich nur jedem empfehlen, der einen guten PC hat. Weil von der Grafikleistung her für eine Demo ist das Spiel kaum zu toppen, würde ich sagen. Also richtig nice.
So, und dann gibt es natürlich hier noch so Feuerstellen. Da kannst du hier dann, okay, jetzt ist hier Holzkohle drin. Wenn du Holz dabei hast, kannst du hier Holz reinpflanzen. Kannst auch noch Essen reintun, also Fleisch kannst du da zum Beispiel kochen. Dann kriegst du gekochtes Fleisch natürlich, wie bei Minecraft, kriegst du dann mehr Leben davon. Und, boah, Digga, gleich mal hier entzündet. Gleich mal anfangen zu brennen hier. Genau, hier ist ein bisschen Holz. Also wie gesagt, wenn man Holz dabei hat, kann man das Holz einfach vom Inventar hier in das Lagerfeuer packen. Und dann kann man das auch entzünden. Und so würdest du dann Fleisch herstellen oder gekochten Fisch oder sonstiges. Also gibt es einige Möglichkeiten hier. Ich sag's eigentlich wirklich ungerne. Es ist Minecraft für Große. Ne? Also von der Grafik her und so richtig geil auf jeden Fall. Aber im Endeffekt nichts anderes als Minecraft. Hier hast du so eine überdrehte moderne Drehbank, hätte ich jetzt mal gesagt. Da kann man dann andere Sachen herstellen, wie Navigationsgeräte. Also GPS habe ich jetzt hier schon freigeschaltet. Oder was gibt es denn noch? Hier Elektronik, Bauplatten. Dann kann man hier noch Industriegrill habe ich jetzt von mir noch freigeschalten. Also man kann hier wirklich so gut wie alles herstellen. Man muss es sich halt nur im Inventar dann aufleveln. Hier hat man dann diese Engrampunkte. Da bekommt man pro Level ab so eine bestimmte Anzahl von Engrampunkten. Und kann sich dann halt eben hier von oben nach unten durchleveln. Natürlich fängt man an hier mit Lagerfeuer, Steinaxt, um Ressourcen abzubauen, zu verwerten, um zu überleben. Dann kann man sich schon hier das erste Haus bauen, hier kriegt man schon die ersten Wände und die Böden. Und umso weiter man mit dem Level steigert, umso mehr Sachen schaltet man natürlich dann auch frei. Also ich bin jetzt schon ziemlich weit unten. Hier können wir schon Sturmgewehre entwickeln, was ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße finde, weil ich finde, das Spiel spielt halt einfach im Mittelalter, ja, was heißt im Mittelalter? In der Steinzeit eigentlich. Und dass es da dann schon so Sachen gibt wie Sturmgewehre und sowas, das finde ich, ich weiß es nicht, ne? Also passt mir nicht ganz so in das Schema von dem Spiel rein. Aber okay. Dann haben wir hier noch diese Addons, wo ich gesagt habe, dieses Dodo-Addon zum Beispiel, ist dann hier der Sattel. Der kostet 6 EP zum Lernen. Den kann man sich natürlich dann auch erlernen und dann herstellen, dass man Dodo reiten kann. Und diese Wardrobe ist eben diese Garderobe, wo man die geilen Frisuren rausbekommt, wo man dann herstellen kann. Man braucht nur, ich glaube, 20 Stroh und man kann sich dann so eine coole Frisur rauslassen. Meine Rüstung habe ich auch am Start, aber ich glaube, die habe ich weggepackt, genau. Die habe ich, genau, hier drin ist sie. Das ist meine Rüstung eigentlich. Die finde ich eigentlich richtig nice, deswegen ziehe ich sie mal kurz an. Damit ihr seht, wie das aussieht, wenn ich die Rüstung anhabe. Natürlich habe ich sie auch gefärbt, wir haben ein bisschen Farbe hergestellt. Ihr seht schon hier mit grün-schwarz habe ich gemacht. Finde ich richtig geil so. Und meine Frisur natürlich hier, Son Goku-Frisur am Start. Also ich finde, das kommt richtig cool. Passt zwar auch nicht in das Schema vom Spiel, aber das ist einfach wieder lustig. Und was ich halt cool finde, man kann wirklich seine Rüstung, man kann hier, wie ihr seht, auch den Boden haben wir hier grün gefärbt. Das ist eigentlich keine Wiese, das ist eigentlich Heu. Genauso wie das hier drüben an der Wand. Aber man kann es natürlich auch färben. Man ist hier wirklich, man hat hier wirklich alle Freiheiten, die man haben will. Und das ist einfach das Lustige an dem Spiel. Das Einzige, was natürlich ist, da es in der Beta steckt, das Spiel, gibt es noch ein paar Probleme hier und da. Deswegen sollte man dann aufpassen noch, wenn man zum Beispiel Schnellreise macht, dann kann es mal passieren, dass man halt das Zeug nicht mitnimmt. Deswegen packe ich das jetzt alles wieder in den Schrank, weil ich möchte jetzt schnell zum Philipp reisen, der ist auch auf dem Server gerade. Aber AFK, deswegen hört ihr ihn nicht. Ich guck mal bloß kurz gerade, wo er ist. Ich bin mir nicht sicher. Wo er ist. Ich glaube, hier ist er. Wir reisen einfach mal. Wir reisen einfach mal hin, oder? Würde ich sagen. Ich glaube schon. Komm, lass mal hinreisen. Wir gucken mal, wo er ist. Ja, Digga. Da ist ein Haus. Wir sind richtig aufgewacht, würde ich mal behaupten. Ist schon mal nicht schlecht, wenn man im Haus aufwacht. So, okay, hier ein bisschen zugestellt natürlich, weil das Haus zu klein war. Hätte man ja auch vergrößern können. Aber nee, Digga, viel zu schwierig. Hier fehlt auf jeden Fall eine Wand. Nicht schlecht. Und ja, genau, hier ist, seht ihr schon mal meinen Flugsaurier, den habe ich mir ganz am Anfang gefangen. Hier haben wir nämlich angefangen zu spielen. Das war wirklich der Anfang von, also hier sind wir erwacht, deswegen haben wir uns gleich hier ein Haus hingebaut. Und das ist meine Flutter F. Und mit der habe ich halt, die habe ich mir am Anfang gefangen und habe sie auch ein bisschen großgezogen. Hier kann man natürlich den Dino dann auch leveln. Ich empfehle euch natürlich immer auf Gewicht zu gehen, dass der Dino viel tragen kann.
Aber die leveln, wenn du mit denen nichts machst, leveln die sehr, sehr langsam. Alter, Digga. Was ist mit dem los, Digga? Beruhig dich. Genau, hier ist zum Beispiel, ihr seht ja gerade so ein Dodo. Aber das ist ein kleiner. Also das ist nur ein kleiner Dodo. Es gibt noch große Dodos, den zeige ich euch auch gleich. Aber vorher, gebt euch den krassen Dino, Alter. Wenn der über unser Haus läuft, das Haus ist futsch, Mann. Heftig, ey. Aber das finde ich natürlich richtig geil. Also ihr seht auch die Grafik. Die Grafik vom Spiel ist natürlich richtig nice. Kann man nicht sagen. Ist der gezähmt? Nee, ich dachte schon, der wäre gezähmt, Alter. Genau, hier haben wir so einen Apex-Dodo. Die Apex-Dodos sind größer und die kann man dann auch reiten. Sieht aber richtig lustig aus, wenn man die reitet. So richtig behindert und wenn der läuft. Also man muss sagen, es ist ja nur ein Mod, ne? Es ist nur ein Mod, aber richtig lustig auf jeden Fall. Vor allem so ein breiter Schrank sitzt auf so einem kleinen Dodo. Nicht schlecht. Was haben wir denn noch so am Start? Hier ist ein Raptor. Das ist ein Raptor, das ist ein gezähmter Level 81. Heftig, ey. Hä? Wer macht da so Geräusche? Der da oder was? Der gebrückt dich. Also wie gesagt, sowas ist richtig cool. Man kann hier seine Dinos sich zähmen. Also man muss sie betäuben. Es gibt Betäubungspfeile. Dann ballerst du einfach drauf mit Betäubungspfeilen. Und also wenn sie dann am Boden liegen, musst du sie damit am besten mit Fleisch füttern oder mit den Beeren, die sie halt mögen. Und dann gibt es noch diese Narkobeeren, die man sammeln kann aus diesen Pflanzen hier. Zeige ich euch auch mal schnell. Dann geht man einfach zu einer Pflanze. Ich drücke jetzt in meinem Fall E und dann kriegt man Beeren raus, wie ihr seht. Ich hole hier Fasern, gibt es auch noch. Fasern brauchst du auch für Bogen und sonstige Sachen. Hier ist eine Narkobeere rausgekommen. Narkobeeren sind natürlich etwas seltener. Aber wenn du die Dinos, wenn sie bewusstlos sind durch den Narkotikpfeil, kannst du die mit Narkobeeren füttern und dadurch werden sie länger wieder bewusstlos. Und dann hast du eben auch die Zeit, sie dann zu zähmen. Das Zähmen dauert aber echt ewig. Also für so einen Mini-Dino braucht man ungefähr eine halbe Stunde zum Zähmen. Und für den großen hier, für den Bronto, ich glaube Bronto heißt der, ich weiß nicht genau, bräuchte man glaube ich sogar an die 10 Stunden oder sowas, Zähmzeit. Und das ist natürlich dann schon echt heftig. Naja, gucken wir, was hier sonst noch abgeht. Einige Dinos hier am Start natürlich. Hier ist gar kein Sattel drauf, sehe ich gerade. Ja, genau, die hat gar keinen Sattel, ey. Heftig. Na gut. Hier wird dann natürlich Kochstelle am Start. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal Rüstung. Ich guck mal, ob wir hier ein bisschen Eisen haben. Digga, wo ist hier was? Ich brauche Eisen. Gucken wir mal die Schränke durch. Yes. Okay. Was ist das für eine Frisur? Gucken wir uns gleich mal an. Sieht bestimmt richtig lustig aus. Ich habe irgendwo eine Scheiße jetzt genommen. Ja. Ich gehe einfach mal rein. Brauche ich eh nicht das Zeug. Und, was habe ich für eine Frisur? Lol. Richtig hässlich. Richtig der hässliche Mongo jetzt. Na ja, gut, okay. Ich suche immer noch Eisen. Vielleicht in den Kisten hier drin. Nee, eine Beere. Da ist auch nichts. Ich denke mal, hier wird nichts drin sein. Hier ist noch ein Schrank. Nee. Werkbank vielleicht? Auch nicht. Digga, heftig, Alter. Mörser. Was haben wir da so drin? Auch nichts. Alles klar, ey. Alles klar hier. Müsst ihr nur noch wissen, wo der Philipp ist. Weil der könnte mir dann sein ein bisschen was abgeben hier von seinem Zeug. Er hat mir gesagt, er ist, glaube ich, auf einer Insel. Wir fahren mal mit dem Boot. Komm. Oder ist hier ein Flugsaurier am Start? Ich glaube nicht, ne? Doch, da ist einer. Aber der hat auch keinen Sattel. Ja, belasten. Der hat keinen Sattel. Schade. So, wir fahren mal mit dem Floß durch die Gegend. Der Flugsaurier ist natürlich auch drauf. Digga, das Floß packt. Digga, was ist mit dem Floß los? Warum packt das Floß hier rum? Belastend. Okay, dann nicht. Was können wir denn machen? Wir reisen mal woanders hin. Gucken wir mal, was wir noch so finden. Weil beim Philipp, wo er aktuell ist, sollte ja auch ein Bett sein. Hoffe ich zumindest. Genau, gucken wir einfach mal hier runter. Du.
Ja, Digga, schön. So, alles klar. Das Haus sieht ein bisschen kaputt aus, hätte ich gesagt. So beim Aufwachen. Ja, Digga, so ganz normal sieht es nicht mehr aus. Aber hier sind auch ein paar Dinos am Start. Der ist natürlich cool, der hier. Der gibt den anderen Tieren außenrum Level Up, also Level Bonus. Das ist natürlich richtig geil. Hier ist ein Philips, ein Raptus. Raptatus, alles klar, Digga. Ja, was mir gerade auffällt, macht mir gerade ein bisschen Angst. Hä? Wo ist er hin? Lol, Bug. Das ist schon echt heftig. Seht ihr das? Aus dem Sattel kommen diese Stacheln raus. Und ich glaube, wenn man sich da drauf setzt. Unangenehm. Aber okay. Wir reiten die trotzdem, Digga. Ja, Digga. Okay. Hier ist noch ein Floß. Analknechter. Alles klar. Schöner Name für den Floß. Wir haben den Philipp trotzdem nicht gefunden. Aber hier ist ein Flugsaurier. Der hat aber auch keinen Sattel wahrscheinlich. Lappen. Ach ja. Was haben wir denn hier so im Schrank? Gucken wir, was er hier so versteckt hat. Ah ja, das können wir doch. Das können wir gebrauchen. Nehmen wir das doch mal mit. Hier noch Metallspitzhacke zum Angreifen. Einen Bogen nehme ich jetzt nicht mit. Brauchen wir jetzt nicht. Mal sehen, was noch so versteckt ist hier. Ah, da ist Eisen. Perfekt, dann mache ich mir gleich mal eine Rüstung noch. Aber wir brauchen noch ein bisschen Fasern. Okay, dann gucke ich mal, ob wir hier Fasern bekommen. Sollte aber kein Problem sein, hier sind genug Pflanzen am Start. Ich will Fasern. Ich glaube, es gibt noch eine andere Möglichkeit, an Fasern zu kommen. Und zwar mit der Nee, so bekommt man Stroh, das wollte ich nicht. Dann brauche ich eine Axt, glaube ich. Eine Axt war es dann. Ja. Die Axt, das ist... Halt, stopp. Die Axt, Digga. Die Axt. Ja. Holz, 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 Holz. Nee, so kriegt man auch kein Holz. Dann kriegt man Fasern halt echt nur aus den Pflanzen. Genau. Ja, dann sammelt doch ein bisschen Fasern hier. Auch nicht so schlimm. Aber wie ich schon gesagt habe, Leute, das Spiel ist eigentlich so Minecraft für Große. Wenn man es so beschreiben muss, Minecraft für Große. Kommt ganz gut hin, würde ich sagen. Ist halt ein Survival-Game. Und das Problem ist, wenn man drauf geht und man findet seine Sachen nicht, wo man drauf gegangen ist. Also die sind normalerweise für 15 Minuten sind sie da. Wir haben auf dem Server, haben wir es ein bisschen höher gestellt, auf 45 Minuten. Weil es kann ja mal sein, dass die Sachen weiter weg sind. Und wenn man die dann nicht wiederbekommt, ist natürlich scheiße. Aber mir ist auch schon passiert, ich bin einmal gestorben, bin aus Versehen, weil ich einen Fehler gemacht habe, von meinem Flugsaurier runtergesprungen in der Luft und bin gestorben und habe mich einfach in den Boden reingebackt und habe meine Sachen nie wieder bekommen, Digga. Also, ne, belastend in dem Moment. Aber okay, was wollen wir machen? Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier uns die Metallrüstung. Ich hoffe, wir haben genug Fasern am Start. Das Leder könnte ein bisschen knapp werden, sehe ich gerade. Naja, gucken wir mal. Ja, genau. Es hat nur für zwei... Nein, einen Teil kann ich noch herstellen. Wir brauchen noch ein bisschen Leder. Das holen wir uns aber gleich. Das ist kein Problem. So, hier ist unsere Rüstung. Die können wir dann auch gleich anlegen. Wenn ich flüchte, bin ich... Hallo, Philipp. Alles klar. Passt schon, Digga. So, Leute, ihr hört, der Philipp ist da. Schön. Wo bist du denn, Digga? Ich hab dich nicht gefunden. Ach, du warst gar nicht im Spiel. Alles klar, Digga. Schön. Gut zu wissen. So, was brauchen wir denn jetzt überhaupt? Ich glaube, wir brauchen Leder. Ja, wir brauchen Leder. Wenn wir connecten 2 Stunden lang auf den Server, ey. So. Dann gehen wir doch mal Leder holen, hätte ich gesagt. Da hinten ist ein netter Saurier, der sich gerade anbietet. So, ja, Digga, ich geb dir Leder. Mal kurz weg, was ist das? Level 31. Oh, Digga, Level 31. Zack. Gib ihm. Digga, er schleudert mich einfach voll weg. Stirb. Stirb. Oh, Digga, der gibt mir gut. Digga, wie er mich wegschleudert. Stirb. Stirb. Harter Kampf hier. Los, los. Gib ihm. Ja, ja. Nein, mein Speer ist kaputt. Digga, mein Speer ist kaputt. Dann nehme ich jetzt die Axt. Komm her, Digga. Kriegst du mit der Axt eins aufs Maul? Jawohl. Level 31 und wie ihr seht, ich krieg Leder raus, so wie es sein muss. Oh, Death 280 ist beigetreten.
Alles klar. Und jetzt ist meine Axt auch noch kaputt. Nice. Machen wir damit weiter. Und jetzt ist er weg. Die Animation natürlich episch, Leute. Ja, wie viel Leder haben wir jetzt gesammelt? So dürfte eigentlich genug sein. Hier auch 26 Fleisch rausbekommen aus dem. Und 64 Leder. Nicht schlecht. Also kann man auf jeden Fall was damit anfangen. Wir machen jetzt unsere Rüstung fertig. Und dann hätte ich gesagt, gucken wir noch ein bisschen durch die Karte. Ist eigentlich... Also, wie gesagt, Leute, das ist wie ein Minecraft, wie ein Minecraft-Spiel. Sag ich echt, ich kann es nicht oft genug sagen, weil es sich Minecraft so ähnelt, aber einfach tausendmal besser ist. Allein schon wegen der Grafik. Ah, was brauchen wir denn jetzt noch? Hier, ich muss Leder. Genau. Das Leder muss man dann in die Werkbank packen. Gut, den Helm brauchen wir noch, die Schuhe brauchen wir noch. Okay. Helm habe ich. Und die Schuhe auch. So, perfekt. Jetzt sind wir komplett ausgerüstet. Ich finde, die Rüstung schaut auch nicht schlecht aus. Natürlich haben wir jetzt nicht so coole Haare hier am Start, ne? Die können wir uns aber auch gleich machen. Wenn er hier den Schrank hingebaut hat, der Philipp. Aber ich glaube nicht. Nee, hat er nicht. Dann müssen wir schauen, dass wir das hinbekommen. Mal gucken, was er hier noch so im Schrank drin hat. Hier ist Holz, perfekt. Dann kann man nämlich hier auch noch craften. Und der Schrank ist hier. Wir brauchen Leder für den Schrank. Alles klar. Dann nehmen wir das Leder hier wieder raus. Und dann stelle ich den Schrank schnell her. Genau. Und er landet dann auch instant im Inventar. Dann können wir den in so einen Spot hier reinballern. Ich mache jetzt auf 9. Und dann können wir den auch hinbauen. Ich baue ihn jetzt einfach hier hin. So. Hä? Wo ist er hin? Lol. Oh, Chef ist wieder im Geschäft. Alles klar, verarsch mich. Hä? Was ist mit dem Schrank los? Ich baue den Schrank hin. Und der Schrank fällt einfach wieder in den Boden rein. Alles klar. Ich bin gerade bei dem anderen kleinen Haus. Bei dem Haus. Von am Anfang? Nicht den, da wo ich dich mal abgeholt habe mit dem Dino. Keine Ahnung. Wo, mit dem Flugsaurier, wo ich dich abgeholt habe. Digga, was ist mit dem Schrank los, Alter? Ich kann den hier ach, nicht du hinbauen. Meinst bei dem anderen, so, wo wir eigentlich neu angefangen hatten, dass trotzdem noch da bleibt? Nee, nicht da, nicht da. Da wo dein Lystrosaurus ist und so. Dein Raptus. Warte mal, ich gucke auf Karte. Ich bin kartenmäßig gesehen bei 60, 25. 60, 25. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Okay, dann nicht, Digga. Ich komme gleich wieder. Ich hab bloß... Bin jetzt gerade bei dem anderen. Hier ist noch ein Flugsaurier, glaube ich. Warte mal. Hier ist ein Raptus, Alter. Ein Raptus am Start. Level up verfügbar für einen Raptus. Ja, die leveln ja die ganze Zeit. Komm. Genau, ja. Jetzt gucke ich bloß mal, wo ich hin muss, wenn ich zu dir will. Das ist eine gute Frage jetzt, ey. Ich gerade auch mein Megalodon. Da, wo du vorhin warst mit dem Pronto. Ja, der hat nicht mal Fleisch, Alter. Der hat hier kein Fleisch. Was ist los mit ihm? Ich gebe ihm erstmal Fleisch. Das ist natürlich da, wichtig. Da, wo der Dodo war, der Pronto, der Fleisch. Halt, stopp. Ja, da war ich auch gerade. Da bin ich ja weg wieder. So, alles klar. Der hat... Alter, Digga, 150 verdorbenes Fleisch hat er. Mein Lordon hatte vorhin 427. Ich verhungere gerade, merke ich. Ich gebe dem Dino hier ein bisschen Fleisch. Und esse aber selber noch ein bisschen was. Wie das klingt, Alter. Wie er abnimmt. Der Lordon ist echt... scheiße da, auf den viel zu visieren. Wo ist denn hier ein Lagerfeuer? Hast du kein Lagerfeuer hier gemacht? Doch, im Haus, alles klar. Ja, aber es kalt ist. So, dann muss man noch ein bisschen Holz reinpacken. Und dann machen wir uns schnell mal ein bisschen Fleisch, Leute. Hätte ich gesagt. Dass wir hier nicht verhungern. Wäre nicht so nice. In der Zeit können wir den Raptus... Ich habe nämlich gerade eine gute Idee. Frag mich, wie das ist, wenn du mit dem Megalodon, also wenn du dich auf den Megalodon stellst und der andere reitet, ob das funktioniert. Hm. Weiß ich nicht. So, kann man den auch noch reiten? Hat der einen Sattel? Mein Raptus. Nee, der hat keinen Sattel. Der Raptus, ja. Aber der Trizeps, der Trizeps, der hat kein Ding gehabt, Alter.
Kein Sattel. Halt, Feuerblepp an. Hat er schon ein bisschen Fleisch gemacht? Ja, perfekt. Das können wir dann uns gleich noch geben. Dann warten wir noch, bis das Fleisch durchgeballert ist. Und dann fahren wir mit dem Boot zum Philipp, hätte ich gesagt. Dann besuchen wir ihn mal. Dann bringe ich den Raptus mit. Ich will mir eh einen Kornozin oder wie den Krona. So, was haben wir denn hier noch drin? Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas Wertvolles hier finde. Dass wir das vielleicht noch mitnehmen können. Hier ist noch ein bisschen Eisen am Start. Feuerstein nehme ich auch mal mit. Aber 60, 25, dann müsstest du da geben. Ja, das geht gar nicht. Hier ist noch. Oh shit, hier ist Leder. Meinst du vielleicht 25, 60? Warte mal. Ja, also links. Digga, warte mal. Links bin ich 60, unten 25. Das geht doch gar nicht. Du müsst, ey, ich komme jetzt mit meinem Lord und dir entgegen, ich wusste ja. Ich fahre jetzt mit dem Boot gleich, Digga. Warte mal, ich komme zu dir. Ja, dann schneller zum Boot. Okay. Ich guck nochmal. Also. Doch, ich bin 60, 25 am Strand. Genau da am Strand. Und du bist bei 50, 20 circa, ne? Warte. Stehen bleiben. Warte raus. Ich bin bei 40, 20 gewesen. 40, 20. Ich komm jetzt gerade zu dir. Ja. Bisschen unten rein, okay. Jetzt. Nee, ich komme einfach mit dem Boot entgegen. Kannst du machen? Halt sie auf dem Wasser gleich. Würde ich dich ja erkennen, wenn so ein Boot rumfährt. Aber ich muss noch warten, bis es vielleicht ein bisschen durchgeballert ist. Lange voll auf dem Boot. Hey Leute, was ist los bei euch? Ich habe mir heute mal gedacht, mache ich ein cooles Video, denn ich habe wieder was Neues für euch. Die meisten werden es schon wissen von meinen Streams. Ich habe mir einen neuen Stuhl gegönnt und heute ist das Paket gekommen. Hier liegt's.